Soll ich dir einen Sessel holen? Oder einen ja. Ich würde einfach mal anfangen, ja. Weil aus Gründen und so. Vielleicht gibt es ja auch Essen. Ja, ich dachte mir so, ich mache ja den ganzen Tag so Elektronikzeug und ich erzähle einfach mal ein bisschen was davon. Vielleicht interessiert es irgendwen. Vorbereitet. Thema, was vom Kondensator übrig bleibt. Abgründe eines alltäglichen Bauelements. Das Problem mit den Kondensatoren ist nämlich so ein bisschen, es gibt einige Familien mit unterschiedlichen Eigenschaften, die man unterscheiden kann nach den Materialien, Verlusteigenschaften, Verhalten bei Temperatur und Frequenz, ob sie sich selbst heilen können, welche Spannungen sie aushalten. Und eigentlich muss man für jede Anwendung den perfekten Kondensator raussuchen. Und daher mal so ein bisschen so ein Querschnitt, was kann man machen, was sollte man nicht machen. Vielleicht erstmal so zum Einstieg, wie verhält sich das mit diesem Kondensator? Also erstmal ein Kondensator ist ja ein Ladungsspeicher, ein Energiespeicher für kleine Energiemengen und kurze Zeiten. Die Kapazität des Kondensators hängt im Wesentlichen ab von, ich habe keine Maus, doch, da ist eine Maus, von dem Epsilon-R, das ist eine Materialeigenschaft, die im Prinzip angeht, wie viel besser das ist als Luft oder Vakuum, der Fläche und dem Abstand zwischen den Platten. Das Ziel bei den meisten Sachen, die wir jetzt gleich sehen, ist es, ohne große negative Eigenschaften die Kapazität möglichst groß zu kriegen. Weil groß ist meistens mehr. Vielleicht erstmal so der Allrounder, das Einsteigermodell, der Elektrolytkondensator. Das sind hier so diese Standardteile, die man so auf allen Mainboards findet und die wahrscheinlich die meisten, die mal irgendwie anfangen, Elektronik zu basteln, so auch als erstes einsetzen. Das sind hier die Standarddinger, bei so einem Sortiment, was wir hier rumfliegen haben. Ich kann das mal rumgeben. Schmeißt die nicht ganz so durcheinander. Ich glaube, die sollen sortiert sein. Technologie ist im Prinzip total einfach. Ich habe zwei Papierstreifen. Auf jedem Papierstreifen ist ein Stückchen Aluminiumfolie aufgeklebt. Das ist ein bisschen angeätzt, damit die Oberfläche größer wird. Aber das ist im Prinzip nur ein Seiteneffekt. Das Papier tränkt sich dann mit einem Elektrolyt, also einer leitfähigen Flüssigkeit. Das Ganze wickele ich auf. Und dann sorge ich dafür, dass ich durch Anlegen von Spannung aus dem Elektrolyt, dass die Elektrokum, also die eigentlich nicht leitende Sperrschicht innerhalb des Kondensators aufbaue. Der Prozess nennt sich dann Formierung. Das heißt, so ein Elektrolytkondensator, nachdem ihn aufgewickelt und ins Gehäuse gepackt hat, muss erst einmal formiert werden. Vorher ist er noch kein Kondensator. Formierung ist ein reversibler Prozess. Also wenn man die Spannung falsch rum anlegt, hat man vielleicht schon mal rausgefunden, dann stinken die Dinger irgendwann ziemlich eklig. Und wenn man das mit Absicht macht, knallen sie sogar, was der coole Nebeneffekt ist. Was man auch machen kann, ist, die Kondensatoren kontrolliert mit einer höheren Spannung betreiben. Das führt dann halt dazu, dass dieser Formierungsvorgang fortgesetzt wird und dann verringert sich die Kapazität, weil das Dielektrikum einfach größer wird. Also schon mal ein paar Parameter, auf die man achten sollte, wenn man Elektrolytkondensatoren einsetzt. Lustiger Nebeneffekt, was man hier auf dem Bild sieht, sind kaputte Elektrolytkondensatoren auf einem Mainboard. Danke Wikipedia für das Bild. Eigentlich werden die Verluste, die so ein Kondensator hat, aufgrund des Dielektrikums bei größerer Temperatur kleiner. Dass die dann trotzdem in Temperatur sterben, liegt einfach daran, dass man versucht, diese Mainboards möglichst billig herzustellen und die deswegen eigentlich maßlos unterdimensioniert sind, die typischerweise da drauf sind. Genau. Das Problem, das größte Problem, was man mit den Elkos eigentlich hat, ist, das ist halt so ein aufgewickeltes Papier und ja, ein aufgewickelter Leiter ist irgendwie sowas wie eine Spule. Und deswegen haben die eine relativ hohe Induktivität, kleine Grenzfrequenz und so bei 1, 2, 10 kHz ist halt für einen Elektrolytkondensator einfach Schluss. Das heißt, ein Elektrolytkondensator für irgendwas mit noch höheren Frequenzen, so direkt am Controller, ist halt eigentlich keine gute Idee. Woran erkennt man, dass die kaputt sind? Dass sie oben aufgebläht sind? Oder? Genau, also bei denen hier unten, Sekunde, wenn ich meine Maus finde, zeige ich es mal, ist dieses, diese Sollbruchstelle noch zu. Also das ist bewusst ein Überdruckventil und hier oben ist das Elektrolyt halt aufgekocht und dann ist es hier aufgebrochen. Okay. Erkennt man meistens auch daran, dass der ganze Kram außenrum klebrig, eklig, glibberig ist. Weil Elektrolyt ist halt eine Flüssigkeit, die verkocht und schlägt sich dann irgendwo nieder. Riecht meistens nach toten Fischen. Manchmal ist es auch voller Papier dann schon gleich, weil das Papier dann mit rauskommt. Das ist dann eher so der Fall, man macht es absichtlich. Ja. So was für Silvester. Wenn ihr Leute ärgern wollt, man kann auch so einen Elektrolytkondensator, diese kleinen aus dem Sortiment nehmen, in eine ausgeschaltete Dreifachsteckdose stecken und so liegen lassen. Irgendwer schaltet die bestimmt irgendwann mal ein. Und der kriegt einen Schreck fürs Leben. Das Schöne bei den Elkos ist, es gibt Typen für große Spannungsfestigkeit bis einige KV.
Und es gibt halt richtig fette, große Kapazitäten mit über 1000 Mikrofarad. Ein Beispiel dafür, vielleicht schon mal gehört der eine oder andere, sind diese Gold Caps, Langzeitspeicherkondensatoren, die man nutzen kann, um über Spannungsausfall hinweg irgendwelche Daten zu puffern, die man in so einem Rechner hat. Ja, also es sind eher so die Arbeitstiere, die man so an Kondensatoren hat. Große Kapazität, große Spannung, aber sonst ziemlich träge. Was mittlerweile leider, was heißt leider, in manchen Teilen zumindest ein Auslaufmodell ist, sind Folienkondensatoren. Es gibt, sie haben ihre Domäne, in denen sie immer noch ihre Berechtigung haben, wird aber weniger. Ich kann das Ding auch mal rumgeben. Also das hier ist aus unserer Elpro-Kaufspende quasi ein solches mit Folienkondensatoren. Im Prinzip habe ich ganz viele Folien, die rolle ich auf einem großen Rad auf, immer abwechselnd, eins rechts, eins links, schneide die danach in Stücke und dann nenne ich das ganze Folienkondensator. Ich habe entweder eine Folie, die ist metallisiert, das ist eigentlich mittlerweile der Standard, oder ich habe eine dünne Polymerfolie und darüber halt wirklich eine Aluminiumfolie wieder liegen. Das eine Kondensator hier auf der Seite, das andere auf der Seite und naja, jetzt hat man wieder diese Plattenkondensatorstruktur, wenn man das Ganze jetzt hier in die Tiefe sich denkt. Das Schöne bei denen ist, ich gehe vielleicht nochmal auf das Bild zurück, wenn man sich jetzt vorstellt, wir erhöhen die Spannung mal immer weiter. Irgendwann hat man die maximale Sperrspannung dieser Folie erreicht und dann schlägt sie halt an der dünnsten Stelle potenziell durch. Das Ganze geht in irgendwie 10 hoch minus 8 Sekunden, also verdammt zügig. Und da diese Aufmetallisierung hier nur einige Mikrometer dick ist, verdampft die dann einfach und dann ist die Stelle halt weg. Aber der restliche Kondensator geht noch. Das heißt, sie haben die Eigenschaft, dass sie sich selbst heilen können. Das ist halt ganz cool, wenn man die Dinger direkt an Netzspannung betreiben möchte, weil wenn es da mal einen ordentlichen Burst gibt oder einen Surge auf dem Netz und man hat eine kurzzeitige hohe Überspannung, dann gibt halt die schlechte Stelle im Kondensator auf, aber der Rest ist halt noch heile. Und das ohne, dass irgendwie Papier daraus fliegt und einem das ganze Gerät versaut. Ja. Schöne ist geringe Induktivität, relativ geringe Verluste, hier mal angegeben mit dem Tangens Delta. Wen das interessiert, was das wirklich bedeutet, kann ich später nochmal genauer drauf eingehen. aber mal so gesagt, kleiner ist besser. Grenzfrequenzmäßig kommt man mit denen schon weiter, so bis einige 100 Kilohertz. Kann man sich auch vorstellen, das ist einfach nur übereinander gestapelt, das hat relativ schöne Eigenschaften. Gibt es halt auch für hohe Spannungen. Allerdings gibt es die nicht in so ganz großen Kapazitäten. Das größte, was ich gefunden habe, ist 1000 Mikrofarad. Das war aber auch schon irgendwie ein Trümmer, den muss man nochmal einzeln im Gehäuse festschrauben. Ja. Was eher so die Arbeits-, also die große Menge an Kondensatoren, die man heute findet, gerade die kleineren, sind Keramikkondensatoren. Ich kann auch hier das Sortiment mal wieder rumgeben. Die offene Klappe, da sind nur 603er Keramikkondensatoren drin. Nicht einatmen, ich glaube, das merkt man nicht. Macht aber, glaube ich, auch nicht wirklich was. Genau. Herstellungsverfahren ist im Prinzip, man macht ganz dünne Keramikfolien, metallisiert da Elektroden drauf, stapelt das Ganze nicht gesintert übereinander, sintert dann letztendlich die einzelnen Kondensatoren und macht hier noch die Endelektroden drauf. Also das ist halt wirklich ein gesinterter, sprich gebrannter Keramikprozess, den man da hat. Die gibt es im Prinzip in zwei verschiedenen Klassen und die sollte man... Also man sollte wissen, wo der Unterschied zwischen den beiden liegt. Das eine sind Klasse 1 Keramikkondensatoren, das andere entsprechend Klasse 2 Keramikkondensatoren. Klasse 1 sind einfache dielektrische Keramiken, also einfache Isolatoren, das, was man an Hochspannungsleitungen hängen hat. Und die haben eigentlich ziemlich angenehme lineare Eigenschaften. Klasse 2 sind eigentlich ferroelektrische Keramiken. Was das genau heißt, könnte ich auch nochmal rausfinden. Das habe ich überlesen bei dem Vortrag ausarbeiten. Die haben allerdings schon wieder irgendwelche Hysterese-Eigenschaften und haben Temperaturabhängigkeiten. Das ist eigentlich ein ziemlich dreckiges Zeug. Wenn es gut sein soll, nimmt man NP0 oder COG-Keramik. Das ist Klasse 1. Die haben halt richtig genial kleine Kapazitätsänderungen über Temperatur. Kleiner 30 ppm über den kompletten Arbeitsbereich. Das ist noch besser als alles das, was wir vorher in Folie und Elektrolyt gesehen haben. Also die setzt man... dann ein, wenn man halt Filter bauen möchte, wo es darauf ankommt, dass die Dinger genauso bleiben, wie sie sind. Haben kleine Verluste und das auch bis in den Megahertz-Bereich rein, 1 Megahertz, je nachdem wie klein man die macht, auch mal bis 10 Megahertz. Danach kriegen sie wieder Dreckeffekte. Gibt es aber nur in kleineren Kapazitäten. Genau. Gibt es auch ein bisschen größer. Ja, oder gestapelt. Also es gibt da ein paar dreckige Möglichkeiten, auch die noch größer zu kriegen. Aber meistens möchte man die nicht wegen der großen Kapazität haben, sondern wegen ihrer schönen, glatten, linearen Eigenschaften ohne Dreckeffekte.
Dagegen falsche Richtung, da wollen wir hin. Klasse 2 Keramikkondensatoren, die haben halt schon mal so ziemlich dreckige Dinge. Also wenn man hier sieht, logarithmisch aufgetragen, Änderung des Verlustwinkels im linken Plot, der ändert sich halt über die Temperatur. Im anderen Plot dargestellt, die Kapazitätsänderung im Prozent über Temperatur. Wenn man sich jetzt vorstellt, damit will man jetzt irgendwas designen, wo es genau darauf ankommt, dass das Ding genau diesen Wert behält, den es hat. Naja, hat er jetzt hier irgendwie an 4 Punkten, aber damit hat man die Schaltung halt normalerweise nicht. Deswegen Klasse 2 Keramikkondensatoren gibt es halt in großen Kapazitäten, bis einige 100 Mikrofarad auf jeden Fall noch in SMD. Aber die sind halt nichts zum Filtern. Das ist eher so wie der Ablock-Kondensator, der irgendwo direkt am Controller sitzt. Vielleicht noch ein paar Abgründe mehr. Die Kapazität ist auch spannungsabhängig. Das heißt, je nach Spannung, mit der ich sie betreibe, diese Kondensatoren, haben sie eine andere Kapazität. Und das steht auch nicht im Datenblatt. Im Datenblatt ist angegeben typischerweise die Nennkapazität über Temperatur bei Nennspannung. Das heißt, bei weniger Spannung haben sie mehr Kapazität. Und angegeben ist da halt normalerweise die, das finde ich gerade in meiner Maus nicht, ist ja auch egal, die Kapazität bei 25 Grad. Und jetzt sieht man, hier haben wir irgendwie hinten minus 40%. Ich habe auch schon Datenblattangaben gesehen für richtig teure Kondensatoren, so Automotive-Bereich. Da steht dann halt dabei, naja gut, wenn du die halt bis 150 Grad betreibst, dann haben die hinten aber auch nochmal 80% ihrer Kapazität verloren. Das ist halt spezifiziert, bis dahin darf man sie betreiben, man muss nur wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Gibt es in verschiedenen Keramiktypen, X5R, X7R, X5V sind so die gängigen. Die geben im Prinzip an, welche Toleranzen oder welche Temperatur diese kürzeln. Findet man auch in der Wikipedia, wenn man dazu mehr haben will. Haben viele nicht-lineare Eigenschaften. Gibt es im mittleren Kapazitätsbereich, habe ich immer gesagt, bis kleiner 50 Mikrofarad. Gibt es auch in größer, wenn man da viel Geld ausgibt oder komische, krude Dinge bauen möchte. Frequenzmäßig bis einige Megahertz, aber halt auch mehr Verluste in dem Bereich. Setzt man eher so zum Ablocken und Filtern irgendwo direkt am Controller ein, als dann halt zum Filtern. Wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben jetzt gerade vier verschiedene Typen Kondensatoren mal kurz so durchgerattert, die alle leicht gegenläufige Eigenschaften hatten. Die einen eher im niedrigen Frequenzbereich, die anderen im großen, die anderen haben Verluste, die einen nicht. Dann kriegt man vielleicht ein Gefühl dafür, warum man manchmal, wenn man Schaltpläne aufmacht, irgendwie sieht, da sind drei Kondensatoren nebeneinander. 10 Mikrofarad, 1 Mikrofarad und noch irgendwas Kleines, 100 Nanofarad. Wo man sich eigentlich fragt, hä, das macht doch nach Elektrotechnik 1, was man im Studium gehört hat, keinen Sinn, weil da addieren sich die Kapazitäten einfach nur. Wenn man aber diese ganzen Dreckeffekte mit berücksichtigt und wo die Dinger hinter auf der Platine platziert sind, was nochmal eine ganz andere Geschichte ist, dann macht das plötzlich auch Sinn, dass man da unterscheidet. Ja, das kurz dazu. Ich habe Bilder von der Wikipedia geklaut und von meinem Professor, wenn es interessiert. Und ja, dann danke ich euch, dass ihr zugehört habt. Ja. Wenn auf meiner Mainboard-Packung steht, ne? All solid capacitors. Sind keine, also es gibt die Elkos, die ich hier vorne hatte, gibt es auch in trocken. Also typischerweise hast du nasse Elkos, weil das die billigen sind. Es gibt die aber auch gebrannt. Dann nimmt man anderes Elektrolyt und das kommt danach nochmal in den Ofen und dann wird das fest, irgendwie so ein Braunsteinzeug. Das zählt dann als All-Solid. All-Solid, ja. Und das spritzt dann halt nicht raus. Aber geht auch ganz gerne trotzdem noch kaputt. Wenn man oder sind die auch haltbarer? Ich würde vermuten, dass die ein bisschen haltbarer sind. Ja, ich dadurch, dass der Elektrolyt halt nicht verkaufen kann, ist es richtig ewige Temperatur abhängig. Also lohnt sich das Elektro so. Wahrscheinlich. Es zeigt zumindest, dass ich Gedanken drum gemacht habe, dass es haltbarer sein sollte. Ja, geht nicht wieder auf. Ja. Und warum heißt jetzt Tangens Delta? Tangens Delta. Ja. Im Prinzip, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man bespielt so einen Kondensator mit einer komplexen Wechselspannung, dann wird man sehen, dass sich zwischen Spannung und Strom einen Winkel ausprägt. Idealerweise 90 Grad. Ich kann mich auch vorstellen, dann ist der Phasenwinkel, den du davon im Delta nochmal hast. Genau genommen hast du halt Verluste im Kondensator und deswegen hast du keine idealen 90 Grad. Und das ist der Restwinkel, den du an Verlustanteilen hast. Genau, die Verluste machen sich thermisch bemerkbar. Es gibt dann auch wieder verschiedene Arten von Verluste. Du hast Leitungsverluste auf den Zuwegen und in den Leiterbahnen, die du drin hast.
Du hast aber auch Verluste in deiner, deinem Dielektrikum. Je nachdem, beim Elko zum Beispiel hast du fest ausgerichtete Atome in einem Gitter und die drehst du. Und das gibt halt thermische Verluste darin, oder wenn du halt irgendwie die Atomhülle zum Kern verschiebst, das sorgt halt auch für Verluste. Je nach Effekt hast du da auch nochmal Verlustanteile, die daherkommen. Also Phase zwischen Strom und Spannung ist nicht immer die halbe, sondern kann variieren. Ja, dreht sich halt weg ein Stückchen davon durch die Verluste im Kondensator, genau. Ist aber immer noch nah an 90 Grad, also 10 hoch minus 2 ist halt nicht viel. Und es ist halt so, wenn ich den Kondensator jetzt halt mit einem Megahertz bespaße, dann hat er halt bei jedem Zyklus Verluste. Und entsprechend fällt das dann auch ins Gewicht. Jo. Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt jetzt wahrscheinlich Suppe. Es gibt theoretisch Suppe, aber am besten erstmal die, die mitgekocht haben, weil die ja auch investiert haben. Yes! Yes!